Kerpen-Mannheim ist ein Geisterdorf. Viele Häuser sind schon abgerissen, die meisten stehen leer. RWI hat hier alles aufgekauft, nach und nach kommen die Abrisstrupps. Sie sollen sämtliche Häuser dem Erdboden gleichmachen. Kerpen-Mannheim soll verschwinden, denn tief unter dem Ort liegt Braunkohle und die will RWI sich holen. Doch das wollen Braunkohlegegner verhindern. Sie haben am nördlichen Rand des Dorfes 4 Häuser besetzt, weitere sollen folgen. Die Besetzer wollen aus dem Geisterdorf Mannheim wieder einen lebenswerten Ort machen. Dann besteht natürlich die Chance für Menschen, die zurückkommen wollen, wieder zurückkommen, wieder ihre alten Kindheitshäuser wieder zu beleben, wieder im Garten zu spielen, wo sie als kleines Kind gespielt haben. Dann wohnen hier im Moment auch 400 Menschen ohne Papiere, ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Es ist natürlich die Möglichkeit, hier auch einen interkulturellen Wohnraum zu schaffen. Und natürlich haben wir in Deutschland im Moment große Wohnungsnot. Wir haben viele obdachlose Menschen. Auch dafür gibt es hier sehr viel Raum. Jakob Pingsdorf und Dieter Lonö sind ehemalige Mannheimer. Sie haben in dem Ort Jahre ihres Lebens verbracht. Dass Mannheim jetzt wegen der Braunkohle verschwinden soll, sehen sie nicht ein. Ja, das ist traurig. Ich habe hier meine Jugend verbracht in dem Ort und gespielt. Ich kenne hier jede Ecke, jeden Winkel. Und deswegen, man kann später mal nicht mehr hier hin. Wenn die hier ein Loch machen, dann ist das einfach alles weg. Ich habe hier 10 Jahre gewohnt und ich bin auch eigentlich hier weggegangen damals, weil man wusste, dass das leider wegkam. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt hier was noch steht, stehen bleiben könnte. Weil es ist doch ein bisschen sinnlos, das jetzt noch kaputt zu machen. Die beiden ehemaligen Mannheimer erfahren von den Braunkohlegegnern, dass die nun den Ort wiederbeleben und die Zerstörung der Häuser verhindern wollen. Ja, es stehen ja noch viele, es ist ja noch nicht so viel weg. Also ein Drittel vielleicht, aber 2 Drittel sind ja noch da und da sind noch sehr gute Häuser dabei. Diese Häuser zum Beispiel, die sind ja erst in den 90er Jahren gebaut worden. Finde ich gut. Anders kapieren die Politiker das ja nicht. Der Wald wäre ja auch weg, wenn die Leute nicht da gewesen wären. Ja, und das ist das letzte Mittel, aber ich hoffe, dass das funktioniert. RWE hat jetzt aber Strafanzeige gegen die Besetzer erstattet und will die besetzten Häuser räumen lassen.